Es gibt viele wirklich gruselige und verstörende Geschichten im Internet. Doch die seltsamsten und die, die uns am meisten Angst machen, sind die, die tatsächlich wahr sind. Ich habe für euch heute einmal 10 gruselige Geschichten rausgesucht, die alle 100% wahr sein sollen, auch wenn man es kaum fassen kann, wenn man sie sich anhört. Deswegen, wenn ihr mal richtig Angst haben wollt, und wenn ihr hinterfragen wollt, was ist Realität und was ist frei erfunden, dann lehnt euch jetzt zurück und viel Spaß bei diesen 10 gruseligen, wahren Geschichten. Der alte Mann. Das hier ist meinem Vater passiert. Ich werde die Geschichte so erzählen, wie er sie mir erzählt hat, damit sie besser klingt. Ich war 22 Jahre alt. Ich hatte gerade eine Wohnung gefunden, die näher an meinem neuen Job lag, aber die Gegend, in der ich wohnte, war abgelegen. Vielleicht 4 Häuser innerhalb einer Meile, danach meilenweit nichts mehr. Ich hatte einen ganz normalen Abend, vielleicht meine erste Woche dort. Ich schaute etwas fern und schlief daraufhin ein. Als ich irgendwann gegen 1 Uhr nachts aufwachte, wollte ich gerade in mein Schlafzimmer gehen, als mir einfiel, dass ich das Licht im Badezimmer am anderen Ende des Hauses ausgeschaltet hatte. Als ich durch das Wohnzimmer ging, konnte ich kaum bis zur Küche und noch weiter bis zum Esszimmer sehen. Es war stockdunkel, weil die Badezimmertür geschlossen war. Im Esszimmer jedoch sah ich etwas Großes in der Ecke stehen. Ich erstarrte und als sich meine Augen daran gewöhnten, sah ich, dass es ein alter Mann oder eine alte Frau in einem weißen Kittel mit weißen Haaren war. »Hey«, rief ich. Die alte Person sprintete daraufhin auf mich zu, ähnlich wie ein verdammter Düsenjet. Ich sprintete zurück in mein Zimmer, wo das Licht noch angewiesen ist. Ich hob meine Hände bereit zum Kämpfen und die alte Person kam herein. Und als sie mich sah, blieb sie stehen und sagte, »Was machst du in meinem Haus?« Ich tat so, als würde ich gehen und entschuldigte mich, während ich mich in das nähere Badezimmer zurückzog, die Tür abschloss und mit dem Haustelefon den Notruf wählte. Es stellte sich damals heraus, dass eine Frau, die etwa eine halbe Meile entfernt in der Nachbarschaft wohnte, an einer Form von Demenz litt und in mein Haus spazierte, während ich schlief. Die seltsame Gestalt war wirklich dort in der Dunkelheit gewesen und hatte auf mich gewartet. Ex-Freundin. Das ist das Beunruhigendste, was ich je erlebt habe. In der Highschool ging ich mit einem Mädchen aus, das neben einer Familie mit 5 Kindern im Alter von 5 bis 17 Jahren wohnte. Sie passte oft auf diese Kinder auf und ich kam vorbei, um ihr ab und zu dabei zu helfen. Spulen wir mal ein paar Jahre vor. Ich war im College und wir haben uns vor über einem Jahr getrennt. Und seit der Trennung hatte ich nichts mehr von ihr gehört. Plötzlich bekam ich eine SMS aufs Handy von ihr. »Mach den Fernseher an«, war alles, was darin stand. Ich schaltete ihn ein und sah, dass ein FedEx-Fahrer, der Schwager der Mutter gewesen ist, etwas unfassbar Grausames getan hatte. Er war scheinbar zu dem Haus nebenan mit den Kindern gefahren und hatte dort an die Tür geklopft. Eines der 5 Kinder öffnete die Tür und er fragte das Kind, ob dessen Eltern zu Hause sind. Das Kind sagte nein und sie erkannte den FedEx-Fahrer nicht als ihren Onkel, da ihre Tante, die Person, die er eigentlich suchte, ihn vor Jahren verlassen hatte und weggelaufen war. Der FedEx-Fahrer zwang sich dann in das Haus hinein, befahl den Kindern, sich von ihm zu entfernen, fesselte sie daraufhin alle auf dem Boden. Danach ließ er sie warten, bis die Eltern nach Hause kommen. Als die Eltern nach Hause kamen, fesselte er diese ebenfalls und fragte allesamt, wo denn die Tante sei. Da die Tante ja vor Jahren weggelaufen war, konnte niemand genau sagen, wo sie sich aufhielt. Daraufhin wurde der Schwager so unfassbar wütend, dass er allen 7 von ihnen, den 5 Kindern und den 2 Eltern, in den Hinterkopf schoss. Nur eine Person überlebte, das 15-jährige Mädchen. Es gelang ihr, sich mit den Händen aus dem Klebeband zu winden und den Hinterkopf mit den eigenen Händen zu verdecken. Als der Schuss dann abgegeben wurde, prallte die Kugel tatsächlich an ihren Fingernägeln ab. Es war seltsam, aber sie stellte sich daraufhin tot, bis er weg war. Nachdem ihr eigener Onkel diese grausame Tat begangen hatte und gegangen war, rief sie die Polizei an und erzählte, was passiert war. Und sie sagte gleichermaßen, dass er nun auf dem Weg zum Haus ihrer Großeltern sei, das ganz in der Nähe liegt. Die Polizei war glücklicherweise vor ihm dort gewesen. Es gab einige Zeit noch Widerstand, doch nach 3 Stunden ergab er sich.
das zu sehen und zu wissen, was mit der Familie passierte, die ich schon so oft besucht hatte, war wirklich grauenhaft für mich. Übernachtung. Bei der Übernachtung war ich und mein bester Freund beide 7 oder 8 Jahre alt. Wir sind jetzt beide 16 und 17 und haben seitdem nicht mehr über diesen Vorfall gesprochen. Wir lebten in Florida, etwa 15 Minuten von Tampa entfernt. Es war eine unserer vielen Übernachtungen, die wir hatten, und sie unterschieden sich nicht voneinander. Wir spielten mit Barbies, schauten Filme, lasen Bücher, bis wir es einfach nicht mehr aushielten. Und gegen 9 oder 10 Uhr gingen wir grundsätzlich ins Bett. Ich machte das Licht im gesamten Haus aus und kletterte in mein oberstes Bett, in dem ich und mein Freund schlafen sollten. Als ich mich hinlegte, hatte ich sofort ein seltsam ungutes Gefühl gehabt. Das Haus, in dem ich wohnte, war relativ alt und unser Vermieter war ein richtiger Mistkerl und kam nie zu uns, um irgendetwas zu reparieren. Geschweige denn kümmerte er sich nur darum, wenn unsere Miete fällig war. Bevor ich ins Bett ging, schaltete ich meinen Ventilator ein und ließ meine Mutter die Klimaanlage herunterdrehen. Aber als ich ins Bett ging, war mein Ventilator ausgeschaltet und die Klimaanlage seltsamerweise auch. Aber ich dachte, der Strom sei vielleicht ausgefallen und dachte mir nicht viel dabei. Ungefähr 20 Minuten waren vergangen und ich konnte nicht schlafen und hatte das Gefühl, beinahe an einem Hitzeschlag zu sterben. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Freundin zu diesem Zeitpunkt noch wach war, also sagte ich leise ihren Namen. Sie antwortete sofort und sagte, ich kann nicht schlafen, aber nicht, weil es so heiß ist. Ich schaue zu ihr hinüber und kann nur ihre Silhouette erkennen. Ich schaue an die Decke und seufze und frage, was ist denn dann? Und sie antwortet, es ist der seltsame Mann in der Ecke. Wenn ich sage, ich habe Schüttelfrost gekriegt, dann meine ich das auch wirklich so. Am ganzen Körper bekam ich nach diesem Satz eine Gänsehaut. Ich schaute langsam zu ihr hinüber und drehte dann meinen Kopf um, um in die Ecke zu schauen, von der sie sprach. Ich dachte, sie lügt, denn ich hatte nichts dort gesehen. Ich stieß einen großen Atemzug aus, von dem ich nicht wusste, dass ich ihn anhielt. Ich wollte gerade meine Decke zurechtrücken, und da sah ich ihn plötzlich. Ein Mann, dunkel und groß, der uns beide anzustarren scheint. Ich ergreife sofort die Hand meiner Freundin und schließe fest die Augen. Ich sage noch zu ihr, wir müssen unbedingt meine Mutter holen. Und plötzlich spüre ich die Bewegung von jemandem, der an mir hochklettert und langsam immer weiter hinaufkrabbelt. Die Decken bewegten sich mit der Bewegung, die ich spürte, und ich öffnete langsam und vorsichtig die Augen, nur um dann zu sehen, wie der Mann langsam auf uns zukroch. Ich schnappte nach Luft und schaute zu meiner Freundin hinüber, die wie gelähmt da war und sich nicht bewegen konnte. Ich schaute zurück zu dem Mann und konnte nur seine Umrisse erkennen, aber keine Gesichtszüge. Ich hielt die Hand meiner Freundin fest und sagte, »Schrei, wenn ich dir auf den Finger klopfe.« Dies war das Letzte, was ich gerade noch so flüstern konnte. Sie nickte langsam und als ich sah, wie der Mann langsam nach meinem Gesicht griff, tippte ich ihre Hand an und wir schrien beide wie am Spieß. Spätestens nach 20 Sekunden kam meine Mutter hereingelaufen und machte das Licht an und meine Freundin und ich hielten uns weinend in den Arm. Von dem Mann gab es keine Spur mehr und meine Mutter überprüfte alle Türen und sagte, sie seien verschlossen und nicht einmal angefasst worden. In dieser Nacht schliefen wir beide auf der Couch, schauten Barbie-Filme und hielten uns gegenseitig fest. Bis heute weiß ich nicht, was es war oder wer es war, aber ich werde mich immer an das unheimliche Gefühl erinnern, dass der Tod ganz nah an meinem Gesicht war. Blutig. Okay, das Folgende hier ist zu 100% wahr, auch wenn die meisten Leute, denen ich das erzählt habe, es nicht wirklich glauben. Als ich noch sehr klein war, durfte ich an den Wochenenden lange aufbleiben und fernsehen, bis ich einschlief. Ich liebte diese Zeit und blieb länger auf als alle anderen, einfach weil ich es konnte. Eines Abends war ich schon fast auf der Couch eingeschlafen, als ich ein Geräusch auf unserer Veranda hörte. Es war das Geräusch unserer altmodischen Verandaschaukel, die sich hin und her bewegte. Ich hatte ein wenig Angst, so wie Kinder es immer haben, also schlich ich mich zum Eckfenster meines Wohnzimmers und spähte hinaus auf die Veranda. Auf meiner Verandaschaukel saß eine ältere Frau. Wahrscheinlich um die 50 Jahre alt, die nur ein Nachthemd trug. Sie war blutverschmiert und hatte ein riesiges Küchenmesser in der Hand gehabt. Ich flippte sofort aus und rannte schreiend ins Zimmer meiner Eltern, war aber zu erschrocken, um Worte zu finden.
Meine Eltern sahen, dass ich aufgebracht war, aber als ich ihnen endlich erzählen konnte, was ich gesehen hatte, wurde mein Vater sehr wütend und sagte mir, dass es nur ein Traum war und ich wieder ins Bett gehen sollte. Ich weigerte mich vehement und weinte und schrie weiter, bis er genug hatte, mich am Arm packte und mich zur Haustür zog, um zu beweisen, dass da nichts war. Ich trat und schrie den gesamten Weg über, einfach um ihn zum Aufhören zu bewegen, aber er zog mich weiter und weiter. Schließlich kamen wir an der Tür an, er schloss sie auf, schwang sie regelrecht auf und sagte, »Siehst du, da ist nichts.« Bis heute habe ich nie den Ausdruck von Angst und Schock in seinem Gesicht gesehen, als die Frau sich plötzlich umdrehte und uns beide anstarrte und langsam mit dem Messer in der Hand aufstand. Als mein Vater sie erblickt hatte, schlug er die Tür zu und bat meine Mutter sofort, die Polizei zu rufen, während er seine Waffe holte. Er ging mit einem Kaliber 12 zurück zur Tür und brach sie so weit auf, wie er konnte, nur dass der Lauf hinausschaute. Er fragte sie, was sie da machte, und sie sagte, »Jemand hat meinen Mann getötet, aber ich war es nicht.« Mein Vater sagte ihr, dass die Polizei gleich käme, woraufhin sie ausflippte, das Messer ergriff und davonlief. Die Polizei fand sie 15 Minuten später, als sie versuchte, in eines unserer Nachbarhäuser einzubrechen. Ich habe nie wieder im Wohnzimmer geschlafen. Ihr müsst wissen, nachdem das Ganze wieder in meine Erinnerung kam, habe ich mit meiner Mutter gesprochen und sie sagte, dass sie nie wirklich die ganze Geschichte herausgefunden haben. Aber anscheinend war diese Frau verrückt gewesen und nahm keine Medikamente mehr. Sie und ihr Mann gerieten in einen Streit und sie versuchte ihn mit dem Messer anzugreifen, verletzte ihn aber nicht ernsthaft. Als er sie aus dem Haus holte, schnitt sie sich mit dem Messer selber, um entweder ihr Leben zu beenden oder es so aussehen zu lassen, als ob ihr Mann es getan hätte. Die Polizei hat nie mit uns darüber gesprochen. Das, was wir wissen, hat lediglich der Nachbar dieser Frau gehört. Beerdigung. Ich bin in einem Bestattungsunternehmen aufgewachsen. Ich habe im Büro ausgeholfen, als ich etwa 15 war, und damals bekamen wir einen Anruf von einem Mann, dessen Frau und Kleinkind kaltblütig ermordet wurden. Es gab nur wenige Anhaltspunkte. Der Fall machte große Schlagzeilen. Die Polizei überwachte die Besichtigung genauestens. Es war herzzerreißend, als die Mutter das Baby in ihren Armen hielt. Ich wurde gebeten, die Blumenkarten zu nehmen und in regelmäßigen Abständen den Ehemann zu fragen, ob er die Namen wiedererkennt. Ich habe sie dann fotokopiert und zurückgelegt. Ich habe das gemacht, weil ich ein Kind war, die Leute mich kannten und ich unauffällig gewesen bin. Ich habe viel mit dem Ehemann gesprochen. Er schien am Boden zerstört und erschüttert zu sein. Die Polizei sagte mir, dass sie einen Augenzeugen hatten, der am Tag des Mordes das Haus verlassen hatte. Die Zeugin war ein 3-jähriges Mädchen. Sie erkannte den Mann, der das Haus verließ. Es war der beste Freund des Ehemanns gewesen. Es stellte sich heraus, dass der Freund und der Ehemann einen Pakt geschlossen hatten, die Familie des jeweils anderen zu töten und mit ihren Sekretärinnen durchzubrennen. Das kleine Mädchen identifizierte den Freund und ich vermute, dass einer von ihnen zusammenbrach. Sie kamen beide aufgrund der Aussage einer 3-Jährigen in mehreren Fällen ins Gefängnis. Ich kann bis heute nicht glauben, dass dieser Mann mehrmals direkt neben mir stand und ich keine Ahnung hatte, was für ein Monster er war. Ich glaube nicht, dass ich das Leben danach noch einmal auf die gleiche Weise betrachtet habe. Liebe, diese Geschichte ist sicher nicht die gruseligste, aber eine andere Frau verliebte sich früher einmal in meinen Urgroßvater und er war zu der damaligen Zeit bereits mit meiner Urgroßmutter verheiratet. Also kam diese Frau, die sich unsterblich verliebt hatte, mit einer Waffe zu ihrem Haus. Und zwar genau dann, als mein Urgroßvater bei der Arbeit war. Als meine Urgroßmutter die Tür öffnete, schoss sie aus nächster Nähe auf sie. Meine Oma, damals 3 Jahre alt, stand jedoch hinter ihr und beobachtete alles ganz genau. Ich vermute, sie kam zu dem Schluss, dass sie sich nicht erinnern würde oder dass man ihr nicht glauben würde oder eben diese andere Frau konnte sich einfach nicht durchbringen, ein Kind zu erschießen, da sie selber auch eine Mutter gewesen ist. Glücklicherweise überlebte meine Oma diesen Vorfall, auch wenn ihre Mutter leider kein Glück hatte. Der Fall blieb lange Zeit sehr ungeklärt. Ihr müsst wissen, das Ganze war 1930 und die Forensik war noch nicht so weit fortgeschritten, wie sie heute ist. Das Leben ging damals einfach weiter und schließlich bekam die Frau, die Lorraine hieß, was sie wollte. Sie überredete tatsächlich meinen Urgroßvater, sie zu heiraten.
Sie hatte zwei Kinder aus einer früheren Ehe, beide älter als meine Oma, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was aus ihrem ersten Mann geworden ist. Sie erzählte allen, wer ihre Mutter ermordet hatte, aber niemand glaubte ihr. Meine Oma gab ihr Bestes, die Leute zu überzeugen, erwähnte immer wieder, dass diese neue Frau, dass Lorraine, die Mörderin gewesen ist. Aber wer würde schon einem Kind glauben, dass seine Mutter offensichtlich vermisst und Probleme hat, sich mit einer neuen Familie zurechtzufinden? Die Leute dachten einfach, dass sie ihre Stiefmutter verteufelte, weil diese ihre Mutter ersetzt hatte. Oder vielleicht bildete sich das alles auch nur ein. Ehrlich gesagt ist das eine leicht zu ziehende Schlussfolgerung. Und so vergingen Jahre um Jahre. Sie wuchs weiter mit dem Mörder ihrer eigenen Mutter in ihrem eigenen Haus auf. Sie schläft in einem anderen Zimmer und Lorraine weiß, dass sie es weiß. Sie erscheint wie die perfekte Hausfrau, die sich um den trauernden Vater und das Kind kümmert. Meine Oma wächst gequält von ihr und ihren Kindern auf. Es gab offensichtliche Bevorzugung. Die Stiefkinder werden verwöhnt und sie war das schwarze Schaf der Familie. Irgendwann zog sie aus und heiratete mein Opa, bei der allerersten Gelegenheit, die sich ihr bot. Sie ziehen weiter und bekommen selbst Kinder, 5 Jungen. Lorraine wurde irgendwann krank und landete schließlich auf dem Sterbebett. Und dort gestand sie die Wahrheit und erzählte allen, was sie damals getan hatte. Ich schätze, sie war besorgt um den Zustand ihrer Seele oder hoffte, dass durch dieses Geständnis sie es schaffen würde, in den Himmel zu kommen. 57 Jahre waren seit dem Mord vergangen. Mein Urgroßvater war vor 16 Jahren bereits verstorben. Er hat die Wahrheit nie erfahren. Soweit ich weiß, wurden keine Dokumente jemals offiziell geändert, um festzustellen, dass sie die Mörderin war. Die Behörden betrachten den Fall immer noch als kalt, fast 100 Jahre später. Es macht mich ehrlich gesagt wahnsinnig und krank, dass meine Oma es immer wusste. Und selbst als sie erwachsen war, sagten die Leute nur, oh, du hattest als Kind eine lebhafte Fantasie. Das ist so ekelhaft, mit diesem Wissen so lange zu leben. Und niemand auf der Welt, den man auf seiner eigenen Seite hat. Die ganze Familie gegen dich. Das macht mir wirklich Angst. Stalker. Als ich Anfang 20 war, lebten meine Mutter und ich in einem Haus. Wir hatten damals einen Stalker. In der ersten Nacht, die wir in dem Haus verbrachten, stieg jemand in unser Auto ein. Meine Mutter kam zufällig nach draußen, sah ihn und löste den Panikalarm am Auto aus und verscheuchte ihn. Mein Rucksack war im Auto gewesen und er hatte den Inhalt auf den Boden des Wagens geworfen, aber den Gehaltscheck, den ich gerade eingelöst hatte, ließ er zurück. Das ganze Bargeld noch in einem Bankumschlag. Die Polizei sagte, dass sie anscheinend nach etwas Bestimmtem gesucht hatte und befragte mich wirklich, was das sein könnte. Aber ich habe keine Ahnung. Die Polizei konnte einen Teilabdruck von der Handfläche des Autos nehmen, hatte aber keinerlei Treffer in ihrem System gehabt. Meine Mutter und ich waren bei der Gartenarbeit einen anderen Tag gewesen und fanden dort ein Telefonkabel unter unserer Terrasse. Es war mit der Telefonzelle an der Außenseite des Hauses verbunden. Wir riefen die Telefongesellschaft an und sie sagten, dass sie davon ausgingen, dass jemand das Kabel benutzt hatte, um ein Telefon anzuschließen und sich unter unsere Terrasse zu legen und unsere Telefongespräche mithören zu können. Sie entfernten sofort das Kabel und brachten ein Schloss an der Telefonzelle an. Außerdem hörten wir häufig, wie jemand nachts vor unseren Fenstern herumlief. Wir riefen die Polizei an, die dann vorbeifuhr, aber nie jemanden sah. Ein anderes Mal wurden alle Glühbirnen aus unseren Außenlampen entfernt. Einmal kamen wir nach Hause und meine Mutter stellte fest, dass ein paar Ohrringe und ein Stofftier, die auf ihrer Kommode gelegen hatten, fehlten. Es gab keine Anzeichen dafür, dass irgendjemand eingebrochen war, aber diese Gegenstände tauchten nie wieder auf und wir waren sicher, dass jemand im Haus gewesen ist. Wir hörten häufig dieses seltsame Klopfen und Quietschen, dessen Ursache wir auch nie herausfinden konnten. Ein anderes Mal hakte meine Mutter Laub vor dem Haus und sah etwas in einem unserer Büsche. Es war ein sprachgesteuertes Aufnahmegerät, das in schwarzes Plastik eingewickelt und an den Stamm einer unserer Büsche gebunden war. Der Rekorder war an unsere Telefonleitung angeschlossen. Jemand war unter unserem Haus eingedrungen, hatte ein Loch durch unser Fundament gebohrt und ein Telefonkabel durch das Loch in den Rekorder im Busch geführt. Wir haben keine Ahnung, wie ein Nachbar, obwohl sie alle älter waren, dies nicht gesehen oder gehört haben konnten. Wie niemand es bemerkt hatte, wie jemand das bei unserem Haus machte.
Die Polizei, die zu diesem Zeitpunkt bereits über die Problematik informiert war, schien nun zu erkennen, dass es sich hierbei um ein ernstes, beängstigendes Problem handelte. Sie schickten mehrere Beamte aus, um den Rekorder zu untersuchen. Wir waren im Haus und unterhielten uns mit den Beamten, als wir das dumpfe Geräusch hörten, das wir immer wieder hören konnten. Wir sagten dem Beamten, das ist das Geräusch, das wir nicht identifizieren können. Es stellte sich heraus, dass in genau diesem Moment ein Beamter unter das Haus kroch und auf ein Rohr gestoßen war. Er war in der Lage, das Geräusch zu wiederholen. Die Polizei stellte fest, dass es fast unmöglich war, in den Kriechkeller unter unserem Haus hinein und herauszukommen, ohne gegen das Rohr zu stoßen. Und wir hörten dieses Geräusch sehr oft. Die Polizei glaubt, dass derjenige, der das Geräusch verursacht hat, in den Kriechkeller gelangt ist und unter dem Haus gelegen hat, um uns zu belauschen. Wir haben einen Deckel über den Eingang gelegt und ihn festgeklebt. Wir haben Pailletten in einer bestimmten Reihenfolge in den Kleber gesteckt, damit wir erkennen konnten, ob sie entfernt oder wieder aufgeklebt worden waren. Das war alles wahnsinnig gruselig. Schließlich sind wir irgendwann umgezogen. Ich zog mit meinem Freund, jetzt Ehemann, in eine Wohnung im zweiten Stock. Ich fühlte mich so viel, viel sicherer mit Menschen um mich herum und dachte, dass das Stalking-Problem jetzt hinter mir liege. Doch kurz nachdem wir eingezogen waren, bemerkte ich, dass unsere Anrufer-ID nicht funktionierte. Ich rief bei der Telefongesellschaft an und man teilte mir mit, dass ein Herr Kramer angerufen hatte und verlangte, dass die Anruferkennung auf unserem Telefon abgeschaltet wird. Ich hatte einen Nervenzusammenbruch, als ich dies gehört hatte. Ich war so wütend, erstens, weil die Telefongesellschaft zuließ, dass irgendeine beliebige Person Änderungen an unserer Telefonleitung vornahm, und zweitens, weil die Probleme offenbar doch nicht hinter mir lagen und sie etwas planten und nicht wollten, dass die Anruferkennung angezeigt wurde. Ich habe unser Konto mit einem Passwort versehen, damit keine Änderungen vorgenommen werden können. Und das war das letzte Problem, das wir je hatten. Ich glaube wirklich, dass das Problem mit der Anrufer-ID möglicherweise nichts damit zu tun hatte. Vielleicht hat jemand versehentlich Änderungen am falschen Konto vorgenommen oder so. So oder so war es unfassbar unheimlich. Obwohl ich zugeben muss, dass wenn die Person einen von uns etwas Schlimmes hätte antun wollen, es sicherlich viele Gelegenheiten gegeben hätte, das zu tun. Es scheint wirklich so, als wollte dieser Mann oder wer auch immer es war, uns einfach beobachten und eine höllische Angst einjagen. Das Geräusch. Das hier passierte vor etwa 3 Jahren. Ich saß in der Küche und es war gegen 22 Uhr, als ich ein wirklich lautes, seltsames Plopp-Geräusch im Keller hörte. Ich lebe allein mit 2 Hunden, also ist jedes Geräusch etwas beängstigend für mich. Als ich also die Treppe zum Keller hinuntergehe, höre ich wieder dieses seltsame Geräusch, das jetzt ähnlich wie ein Klopfen in einem seltsamen Rhythmus klang. Ich öffnete knarrend die Tür zum Kellerschlafzimmer und sehe, dass mein Hund gerade seinen Kopf und Körper gegen die Wand rammt. Immer und immer und immer wieder. Ich kann nicht erklären, wie schockiert und unnatürlich das Ganze aussah. Es sah aus, als wäre er kontrolliert worden, als würde jemand ihn nehmen und dagegen schlagen. Ich rief ihn sofort herbei und er hörte auf und kam zu mir nach oben. 3 Stunden später hörte ich wieder das Klopfen. Ich stand wieder auf und als ich hinunterging, um nachzusehen, was los war, war es mein anderer Hund, der exakt das gleiche tat. Auch er stand da und schlug seinen Kopf und Körper gegen die Wand. Es wirkte so, als wären an diesem Tag beide meiner Hunde besessen gewesen. Ich werde diesen Anblick niemals vergessen können. Seitdem ist nichts dergleichen wieder passiert, aber es war ein unerklärliches Ereignis. Gefilmt. Als ich etwa 8 Jahre alt war, filmte mich mein Nachbar heimlich. Ich versuchte damals ein gutes Kind zu sein und half bei der Wäsche. Unser Trockner war kaputt, also benutzten wir draußen eine Wäscheleine. Ich war damit beschäftigt, die nasse Wäsche aufzuhängen, als der Nachbarsjunge zu mir kam und mir etwas über den Gartenzaun sagte. Er sagte zu mir, »Hey, ich würde an deiner Stelle jetzt reingehen.« Ich sah ihn verwirrt an und sagte nur, »Was, wieso?« »Du solltest reingehen. Mein Vater nimmt dich auf.« Ich war super verwirrt, denn als er »nimmt dich auf« sagte, dachte ich, er meint vielleicht mit einem Kassettenrekorder, aber ich hatte ja gar nichts gesagt. Bevor ich antworten konnte, fing sein Vater an, ihn anzuschreien. Er sagte, »geh rein, du kleiner Pisser, bevor ich dir die Scheiße aus dem Leib prügle.«
In diesem Moment sah ich ihn mit seinem Camcorder hinter einigen Bäumen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Eines unserer neuen Kätzchen rannte zu mir rüber und biss mir in die Knöchel, um zu spielen, also nahm ich dies als Ausrede, um es aufzuheben und ins Haus zu gehen. Ich habe nie jemandem erzählt, was damals passiert ist, aber es ist auch nie wieder dazu gekommen. Jedenfalls habe ich ihn nie wieder dabei erwischt. Allein. Damals, 1992, war ich in der Highschool im zweiten Jahr. Und im Gegensatz zu den meisten meiner Freunde in der Schule hatte ich nicht die typische Highschool-Jobart wie McDonald's, Taco Bell oder einen Job im Einzelhandel, im Einkaufszentrum oder im örtlichen Lebensmittelgeschäft. Ich war sehr handwerklich begabt und arbeitete in Berufen wie Bau- und Abbrucharbeiter, Bodenleger und Automechaniker. Alle meine Kontakte arbeiteten unter dem Tisch, da ich mit 14 Jahren bei einigen dieser Jobs anfing. Das war für uns beide von Vorteil, da ich nur bei Bedarf gerufen wurde und ich derjenige war, der nur abends und am Wochenende arbeiten wollte. Einer meiner Kontakte arbeitete bei Umbauprojekten in Restaurants, Bars, Einzelhandelgeschäften und typischen gewerblichen Projekten, bei denen wir nur nach Feierabend arbeiten konnten. Wie ich schon sagte, hat das für uns beide funktioniert, weil ich zur Schule ging und manchmal nach der Schule oder am Wochenende arbeiten musste. Bei diesem einen Kontakt war es nicht ungewöhnlich, dass er mich auf einer Baustelle allein ließ und eine Liste mit Dingen hatte, die ich alle erledigen musste. Hauptsächlich waren dies Abbrucharbeiten. Ich erledigte diese Arbeiten, während die anderen der Mannschaft mit den Installations- und Umbauarbeiten beschäftigt waren. Ich war das Kind, hatte aber ihren Respekt, weil ich das tat, was man von mir erwartete, und die Arbeit eines Mannes erledigte, ohne mich dabei irgendwie zu beschweren. Ich wurde sehr gut bezahlt und konnte in einer Nacht mehr verdienen als meine Freunde, die ganze Woche bei McDonald's gearbeitet hatten. In diesem einen Fall bekam ich einen Anruf von dem Mann, für den ich arbeitete, und er sagte, er habe ein Projekt für mich und ob ich mich am folgenden Samstag bei ihm melden und für ihn arbeiten könnte. Ich sagte, ja, klar, und er sagte, ich solle unbedingt Essen und viel zu trinken mitbringen, da es in der Nähe nichts dergleichen für mich gäbe. Ich hatte eine kleine Kühlbox, die ich mit Getränken wie Cola, Gatorade oder was auch immer füllte. Dazu hatte ich Chips und ein paar Sandwiches. Damals konnte ich allein eine ganze Pizza essen und alles einfach so runterschlingen. Er holte mich an jenem Samstagmorgen ab, da ich noch kein Auto und keinen Führerschein hatte. Also holte er mich und fuhr mich direkt zu der Baustelle, wo ich arbeiten sollte, und ließ mich, so wie es für mich bei ihm normal war, alleine. Ich war nur das Ausreißerkind für die alle. Und jetzt kommt der Teil, der mir bei dieser Geschichte zum Verhängnis wurde. Ich habe nicht darauf geachtet, wohin wir fuhren. Ich war damals zu sehr damit beschäftigt, mich mit ihm zu unterhalten. Und ich glaube, wir sprachen über Autos, denn damals war es mein Ziel, genug Geld zu sparen, um mir ein altes Muscle Car zu kaufen und es umzubauen. Es dauerte lange, bis wir das Gelände erreichten. Und als wir vorfuhren, war es mitten im Nirgendwo. Ihr denkt jetzt vielleicht nicht, dass es in Kalifornien solche Orte gibt, aber damals in den frühen 1990er Jahren gab es in der Mojave-Wüste große Grundstücke und Häuser, die mehr als nur ein paar Häuserblocks auseinander lagen. Ich weiß noch, dass wir den Highway verließen und ein paar andere zweispurige Highways über eine lange Strecke hinunterfuhren. Ich erinnere mich, dass er mich nach meinen Getränken fragte und einen nagelneuen Wasserkrug herauszog, den er zu seinem Truck mit eingebaut hatte und der aussah, als hätte er schon eine Weile dort gestanden. Er holte diesen Krug hervor und sagte mir, ich solle ihn für alle Fälle auf jeden Fall mitnehmen. Er sagte, dass das Wasser in dem Haus, in dem ich bald arbeiten würde, abgestellt worden ist. Das bedeutet, wenn ich irgendwie Durst hätte und meine Vorräte sind aufgebraucht, gibt es keine Möglichkeit, an Wasser zu kommen. Als wir auf das Grundstück fuhren, hatte er es eilig, das Werkzeug abzuladen, um zu einer anderen Baustelle zu fahren. Ich beeilte mich deswegen auch und half ihm dabei, die unterschiedlichsten Dinge aus dem Auto zu kramen. Brechstangen, Schaufeln, Steinmeißel, Hammer, Besen, mehrere große Mülleimer und eine kleine Werkzeugtasche, die ich oft dabei hatte. Er sagte mir, dass er mich gegen 17 oder 18 Uhr wieder abholen würde, da es auf dieser Baustelle auch keinen Strom gibt und ich nur bis dahin brauchen sollte, um zu tun, was ich tun musste. Das war immer seine Art zu sagen, dass ich doch nur bis zu diesem Zeitpunkt bezahlt werde, also sollte ich bis dahin alles geben, dass alles erledigt ist.
Er war nie zu unverschämt und wir hatten immer ein gutes Einvernehmen über Zeit und Aufgaben. Daraufhin ist er weggefahren und hat mich alleine auf dem Grundstück zurückgelassen. Ich betrat das Haus und es war fast leer. Meine Aufgabe war es, alle vorhandenen Möbel, Einrichtungsgegenstände und Geräte zu entfernen. Ich sollte alle Bodenbelege entfernen, die Küche und die Bäder entkernen und alle Holzverkleidung abbauen. Dieses Projekt sollte das sein, was wir heute einen Flip nennen. Sie wollten das Haus herrichten und dann verkaufen. Das Haus hat mich sofort in seinen Bann gezogen. Es war sehr ungewohnt. Ich bin es normalerweise gewohnt, die ganze Nacht allein auf einer Baustelle zu arbeiten, aber hier war es tagsüber an einem Samstag und es war hell draußen. Aber das Haus war alt, dunkel und muffig und innen irgendwie kühl. So kühl, dass man eine Gänsehaut bekam. Um den Gruselfaktor des Hauses noch zu verstärken, möchte ich beschreiben, woran ich mich bei dem Haus erinnere. Stell dir vor, du gehst zurück in die 1960er Jahre oder vielleicht sogar früher. Es gab dort einen dunkelgrünen Teppich, der aussah wie verfilzter Brokkoli. Überall war Kiefernholz, das dunkle Flecken hatte. Die Holzvertäfelung war nicht die Art, die in den 1980er Jahren verbaut wurde, sondern es war tatsächlich eine Brettervertäfelung. Alte Fenstervorhänge waren auch da, die alle aussahen, als hätte sie jemandes Großmutter gemacht. Avocado-grüne Spüle, Herdplatte, Ofen und das Zeug, das zurückgelassen wurde, wie alte Möbel und ein Schrank voller alter Stofftiere, die etwa 30 Jahre alt zu sein schienen. Der Stil des Hauses erinnerte an eine alte Western-Ranch, denn es gab Wagenräder im Haus und vor dem Haus. Ich hatte ein altes batteriebetriebenes Radio, konnte aber nur ein paar Sender empfangen und war froh über das Rauschen. Ich begann damit, den ganzen Müll aus dem Haus zu entfernen und wie ich es normalerweise bei einem Projekt tat, wenn es keinen Müllcontainer vor Ort gab, legte ich einen kleinen Müllhaufen an. Als nächstes riss ich den gesamten Bodenbelag ab. Zu meiner Freude schien sich alles mit Leichtigkeit zu lösen und es hieß also für mich reißen, schneiden und wegwerfen. Ich nahm einen großen Demohammer mit in die Küche und nahm sie in weniger als einer Stunde auseinander. Am Ende benutzte ich den großen Krug Wasser, den mir mein Chef gegeben hatte, um mir regelmäßig die Hände und das Gesicht zu waschen. Aber am späten Mittag, wie die meisten, die die Wüste kennen, beginnt die Trockenheit auch einem die Feuchtigkeit zu entziehen, besonders wenn man in der Wüste schwer arbeitet. Am späten Nachmittag hatte ich also nichts mehr zu trinken und schon alles gegessen, was ich mitgebracht hatte. Keine Sorge, dachte ich, die Jungs sollten ja in ein paar Stunden hier sein, um mich abzuholen. Als die Zeit für ihre Ankunft näher rückte, war ich mit meinen Aufgaben fertig. Ich hatte sogar den ganzen Platz gekehrt und jetzt war er bereit für die nächste Crew, die alles ordentlich macht, um diesen Ort ordentlich herzurichten und modern aussehen zu lassen. Zu der Jahreszeit, in der ich hier draußen war, war es kein typischer heißer Wüstentag, aber ihr wisst ja, dass die Wüste sehr schnell abkühlt, sobald die Sonne untergeht. Ich hatte ein Flanellhemd an, aber das reichte nicht aus und es wurde langsam dunkel. Es war die Zeit, bevor es Handys gab und es gab keinen Strom, kein Wasser und selbstverständlich auch keine Telefonverbindung zum Haus. Ich kletterte auf das Dach des Hauses, um besser sehen zu können, ob ich in der Ferne etwas erkennen konnte. Und was nach Meilen aussah, ich sah eine kleine Straße, zu der dieser Feldweg führte. Und ein paar Häuser, aber diese Häuser waren alle im Dunkeln. Mein erster Gedanke war gewesen, zu den Nachbarn hinunterzugehen und sie zu bitten, das Telefon zu benutzen. Im nächstgelegenen Haus war niemand zu Hause und auch das darauffolgende Haus sah verlassen aus. Wenn man sich daran erinnert, dass die frühen 90er Jahre der Beginn des wirtschaftlichen Abschwungs und der Rezession waren, dann war es nicht ungewöhnlich, dass es viele verlassene Häuser in einer Reihe von Häusern gab. An vielen dieser Häuser hatte ich auch bereits in der Vergangenheit gearbeitet. Als die Dunkelheit immer näher rückte, begann ich über meine Optionen nachzudenken. Eine davon war, bis zum Morgen im Haus zu bleiben. Eine andere war, mit dem wenigen Wasser, das ich hatte, ein paar Meilen durch die dunkle Mojave-Nacht zu wandern. Und die letzte war, bis zum frühen Morgen zu warten und dann von dort aus bei helligem Tag zu irgendeiner Art Zivilisation zu gehen. Plötzlich fiel mir auch ein, dass niemand außer meinem Chef wusste, wo ich war. Ich weiß nicht, ob er es jemandem gesagt hatte und meine Familie würde mich sicher erst am Sonntagabend vermissen, aber ich hatte ihnen nicht einmal gesagt, dass ich dort arbeiten würde. Sie kannten mich und wussten, wie viel ich arbeitete, um für mein Auto zu sparen, sodass sie sich keine Sorgen machten, dass ich nicht nach Hause kam.
In der völligen Dunkelheit, die mich umgab, war es erstaunlich, in den Nachthimmel zu blicken. Und zum Glück war der Mond hell, denn ich hatte weder eine Taschenlampe noch eine Möglichkeit, ein Feuer zu entfachen. Ich hatte es versucht, es irgendwie hinzukriegen, jedoch ohne Erfolg. Meine Angst war, dass ich erfrieren würde, weil die Temperaturen runter bis in die Richtung 0 Grad wanderten. Mir blieb nichts anderes übrig, als zurück in das leere, unheimliche Haus zu gehen, das mir noch unheimlicher vorkam, als ich allein in der Dunkelheit saß. Gegen 20 Uhr begannen die Batterien meines Radios, das meine einzige Licht- und Geräuschquelle war, zu versagen. Ich schnappte mir einen alten Holzstuhl und setzte mich in das Wohnzimmer des Hauses mit Blick auf die Tür. Ich fing an, den Wind zu hören. Seltsame Geräusche, von denen ich annehme, dass es sich dabei um Tiere in der Ferne handelte. Und Geräusche, die sich so anhörten, als würden Blätter unter den Füßen knacken. Ich fing an, vor Kälte zu zittern. Also versuchte ich, irgendwie ein Feuer im Kamin zu entfachen, so wie Tom Hanks in Castaway, der versuchte, ein Feuer anzumachen. Wenigstens lenkte es mich von meiner Situation ab. Als ich also in diesem Wohnzimmer neben dem Kamin saß, kam mir das Haus noch dunkler vor, als es eigentlich sein sollte. Wohlgemerkt, tagsüber war es da drin schon dunkel und mit dem Mondlicht saß ich nun in völliger Dunkelheit. Mein Verstand begann mir Streiche zu spielen. Ich fing an, seltsame Schatten zu sehen, die sich außerhalb und innerhalb des Hauses bewegten. Ich fing auch an, jemanden reden zu hören. Es klang wie ein Flüstern oder so. Ich stand von meinem Stuhl auf und rief »Hallo?« und gerade als ich dies tat, hörte ich etwas von der anderen Seite des Hauses fallen. Ich hatte einen Werkzeugstapel am Rande des Hauses aufgebaut für den Fall, dass mein Chef mich abholt. Also rannte ich rüber und schnappte mir Big Daddy. Dies war eine schwere Brechstange, die ich bei der Demontage immer benutzt habe. Ich war bereit, mich zu verteidigen, wer oder was auch immer da draußen war. Ich musste unbedingt in Bewegung bleiben, denn mein Unterhemd und mein Flanellhemd reichten nicht aus, um mich warm zu halten. Der Wind wurde auch immer und immer stärker und soweit ich sehen konnte, gab es keine Lichter um mich herum. Ich wollte nicht versuchen, wieder auf das Haus zu steigen, aus Angst ins Dunkel zu fallen und mich irgendwie zu verletzen, aber ich kletterte auf das Tor, um ein wenig an Höhe zu gewinnen und zu sehen, ob ich in der Nähe ein paar Hauslichter oder zumindest Autolichter sah. Mir gingen die Geschichten durch den Kopf, die zu dieser Zeit kursierten, dass Leute in die Mojave-Wüste kommen, um Leichen zu vergraben, dass es hier draußen Satanistengruppen gibt und dass hier draußen Leute ohne Grund verschwinden. Jedes Geräusch machte mich unfassbar nervös und jeder Schatten ließ mein Herz klopfen. Ich wusste, dass niemand in dem Haus war, aber ich schwöre, dass ich Geräusche von drinnen hörte. Ich kauerte mich auf der Veranda zusammen und schaute durch das Wohnzimmerfenster in der Erwartung, jeden Moment jemanden zu sehen. Gegen 23 Uhr schaute ich auf die Uhr und ich dachte, dass dies eine lange Nacht werden wird, denn all diese Dinge sind erst passiert, als es dunkel wurde. Ich weiß nicht, wie ich die weiteren 6 Stunden bis zum Tagesaufbruch überstehen sollte. Ich dachte, dass ich in dem Moment, in dem der Tag anbricht, also in dem Moment, in dem das Licht am Horizont erscheint, das wenige Wasser, das ich noch hatte, nehmen und nach Osten laufen würde. Die unbefestigte Straße, von der ich abgekommen war, führte zu einer asphaltierten Straße. Kurz vor Mitternacht war ich hellwach. Meine Augen waren auf die unbefestigte Straße gerichtet und ich denke, dass jederzeit ein Auto die Straße herunterkommen könnte und dass sie vielleicht Hilfe für mich rufen würden. Ich erinnerte mich, dass ich mich häufig beiläufig umdrehte, um zurück ins Haus zu schauen, da ich die ganze Zeit über Geräusche hörte, mir aber einredete, dass es vielleicht eine Ratte oder ein Tier ist. Ich sah, wie sich der Schatten einer Person von der Küche den Flur hinunter bewegte. Ich sprang aus dem Sitzen auf und dachte, das ist kein Tier. An dem Schatten konnte ich klar erkennen, dass es sich hierbei um einen Menschen handelte. Ich ging rückwärts aus der Veranda in Richtung des Haufens, stolperte über Trümmer und fiel auf den Boden. Ich stand auf, fiel aber wieder hin. Es war, als hätte mich etwas herumgestoßen. Oder vielleicht war es auch einfach nur meine Einbildung. Aber plötzlich kamen diese hellen Lichter auf mich zu, während ich auf dem Boden lag. Ich sprang auf und sah, dass es mein Chef gewesen ist. Er sah mich an und fragte, »Was zum Teufel machst du da?« Ich war so unglaublich froh, ihn zu sehen. Ich war nicht sauer oder so. Ich habe ihn nur gefragt, was passiert ist. Er sagte, es täte ihm leid, aber er dachte, die andere Mannschaft würde mich abholen. Und sie dachten einfach, er würde kommen und es tun. Es kam also letztendlich niemand, weil sie beide die Schuld einfach nur hin und her tauschten.
Er sagte, dass er dem anderen Teamleiter erst später am Abend gefragt hätte, wie weit ich denn sei, und dieser ihm dann mitteilte, dass er mich gar nicht abgeholt hatte. Nun, er brauchte fast 2 Stunden, um mich von dort, wo sie arbeiteten, abzuholen. Er fühlte sich wirklich schlecht und sagte mir, dass er mich für die gesamte Zeit, die ich dort draußen war, bezahlen würde. Er holte auch eine Dose Cola aus seiner Kühlbox und fragte mich, ob ich durstig sei, und ich trank sie in einem Zug aus. Als wir dann in die Zivilisation zurückkehrten, fuhr er durch einen Fastfood-Laden und ich aß, wie ich noch nie zuvor gegessen hatte. Als er mich dann nach Hause fuhr, fragte ich ihn nach dem Haus. Ich sagte ihm, wie unheimlich es sei, und er sagte, er habe keine Informationen über das Haus, nur was wir tun sollten. Danach stellte ich sicher, dass ich immer zusätzlich Batterien, eine Taschenlampe und die doppelte Menge an Flüssigkeit dabei hatte. Doch diese Nacht, die ich alleine in diesem gruseligen Haus verbrachte und wo ich schwören konnte, dass irgendjemand oder irgendetwas bei mir war, werde ich nie wieder vergessen.